Oho. Geil. Oho. Ich bin der Strauß von Family Guy. Oho. Oh, das war auch herrlich. Meine lieben Damen und Herren, wir fahren wieder mitten in den Sturm hinein, wie man es von uns kennt. Ja, so, vielleicht fahren wir auch links vorbei, ne? Das wäre sehr gut, ja. Wenn wir Glück haben. Das wäre sehr, sehr gut. Weil Regen brauche ich gerade nicht, sonst werde ich krank. Hallo, Kamera da oben. Guten Tag, guten Tag, guten Tag. Ich habe vorher an Philipp geschrieben wegen Wandaufhängungen. Ne? Ja. Der hat ja alle seine Helme auch an der Wand hängen. Ja, genau. Ich bin überlegen, mir eben jetzt auch welche zu holen, dass die nicht irgendwie die ganze Zeit am Boden liegen oder in Strecken oder so. Oh, guck mal, da hinten Regen, da Regen, da Regen, da Regen. Scheiße. Also aber hoffen wir einfach, aus. Wir fahren zwischendurch oder einfach von vorbei. Genau, wir fahren zwischendurch vorbei hinten drin, ja. So, dass wir nicht nass werden. Ja! Bist du heute nicht so fit oder was? Keine Ahnung, ist noch so früh. So früh um 11? Ja, moin! Nee, ich hab schon so viel geredet, langsam gehen mir die Worte aus für den Tag, oh, weißt du? Oh, du musstest viel reden, geil! Sag das mal, Tages, was du reden musstest. Das Worte-Tageslimit ist langsam rein. Geil, du musstest reden, das ist herrlich! Das gefällt mir sehr. Oh ja, geil. Ich weiß nicht, was es an dieser Strecke ist, aber man ist immer hinter LKWs. Egal, wann man fährt. Wenn du hier an einem Montag fährst, an einem Dienstag, bis hin zum Sonntag, egal welcher Tag, du bist immer hinter einem scheiß LKW irgendwann. Korrekt. Denn man braucht dieses Gezeug einfach leider zum Hintransport. Das ist jetzt eine Maschine, ein Maschinenfahrzeug. Oh, ein Anhänger. Die fahren wahrscheinlich jetzt außen rum, um nicht auf die Autobahn zu müssen. Ja, das ist es. Ist das jetzt? Ja, Alter, reden. Sprachenlernen, Bubble. Das ist ja sogar die Umfahrung, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Die offizielle. Nee, ich glaube, ich krieg's nicht hin, mich an der Leine festzuhalten. Ja, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wir feiern das Bruttosozialprodukt. Ja, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wir feiern das Bruttosozialprodukt. Ey, letztens habe ich mir überlegt, was mir war. Oh Gott, ey, reden. Also heute ist Reden nicht mehr meins. Boah, Gülle, Alter. Ja, die Weihnachtsbäume müssen wachsen, weißt? Boah, Alter, das klingt schon wieder so gottlos. Wir sind am Land. Wir sind am Land. Alter, Gülle, gell? Habe ich mich noch nie mit anfreunden können mit dem Scheiß. Boah, ja, will man ja auch irgendwie nicht. Eigentlich. Oh, da warst du da schon mal hinten drin. Da gibt's kleine Rehchen zum Anfassen. Oh ja, nee, das wird ein bisschen eng. Da ist Slalom durch, Alter. Oh ja. So, wann überholen wir denn endlich? Scheiße. Ja gut, es geht ja jetzt einen Berg hoch und gleichzeitig in eine Kurve rein. Das ist eine ganz schlechte Kombi. Die beste Kombi, die Todeskombi nenne ich das. Das ist die schlechteste Kombi zu überholen, glaube ich, die man sich vorstellen kann. Das ist korrekt. Berg hoch und um eine Kurve, sodass du eine Kuppe hast, die du nicht siehst und du siehst nicht um die Kurve. Da lernt man wieder was, ne? Also nach der Kurve, wenn da jetzt keiner kommt, dann auf der Geraden sollten wir überholen können. Das sieht gut aus. Jawohl, lass überholen. Und hast du jetzt das mit dem LKW-Fahrer Bibi bedankt? Ja klar. Ja, siehst du aus. Das ist nicht so zu den anderen. Weil dann lassen die einen auch vorbei in der Zukunft, weißt du? Ja, vielleicht. Vielleicht sehen wir den ja nochmal. Ja, also mehr darauf, dass die generell dann halt Motorradfahrer vorbeilassen. Alter, die Armen, die hinter dem Trecker sind. Oh je. Das zieht sich ja bis runter. Na okay, hier jetzt. Hast du eigentlich gebremst oder hast du nur laufen lassen gerade? Ich habe laufen lassen. Ja, warum? Also war zwar der vierte Gang, aber also deswegen war die Motorbremse jetzt nicht allzu stark, aber. Ja, okay. Einfach laufen lassen, jojo. Ja, mache ich auch immer so. Einfach, wenn ich pissen muss, lass ich laufen. Deswegen ist der Sitz manchmal so nass. Hey, jetzt auch Motorradbekleidung. Wunderlich. Oha. Ja, dann schau mal da. Ja, aber wenn die Show her haben, bringt es wieder nichts. Ja. Ich meine, das können wir auch vorne ranklatschen. So. So halten, weißt du? So. Nee, ich muss kommunizieren. Oh, da gibt's was Leckeres zu essen. Hähnchen, lecker. Ich will auch Hähnchen essen. Hähnchen? Chicken Nuggets, yo! Ja, oder Brathähnchen, oh, ich hab echt Hunger. Ja, dann ist ja gut, dass wir in einer Stunde sowas essen. Ja,
Diese Frage, Alter, soll ich diesen Helm bestellen oder nicht? Die ist so schwierig. Ich finde sie ganz leicht. Ich würde sagen, ja. Ja, aber dann kommt halt die größere Frage. Gehe ich jetzt halt auf den mit mehreren Farben oder lieber auf den matt-schwarzen? Das kannst nur du entscheiden. Das ich weiß, und das ist ja das Schwierige. Oh je, Herr Jemine. Eine unmögliche Fragestellung, Alter. Oh, schöne Berge. Oh, herrlich. Wunderbar. Ohne Scheiß. Sowas finde ich einfach so geil. Gibt's echt wenig, was schöner ist. Außer dein geiler Arsch. Oh ja. Der da. Oh ja, genau der. Genau der. Der BMW-Fahrer hinter uns denkt sich, was ist das für ein Hey, geil, der hat einfach auf dem Nummernschild Rotz stehen. Rotzi weg. Oh, vielleicht liegt es auch daran, dass ich gerade noch nicht so viel, also so drauf da bin, weil ich Hunger hab. Weil was? Hunger. Hunger, ja, das stimmt. Noch das keine Energie getrunken, noch nichts gegessen heute, weißt du? Gott. Ja, ja, das kann gut sein. Das kann sehr gut sein. Mein letztes Mal war auch gestern um 16.30 Uhr. Hallo! 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 Okay, also ich habe jetzt schon mal eine Entscheidung getroffen. Ich bestelle auf jeden Fall einen Helm. Ja, sehr gut, das ist das. Wir kommen voran. Huch, da fällt was. Ah! Da fallen Steine vom Rollen runter. Ich glaube, die hat da nur aufgewirbelt mit seinen fetten Reifen. Keine Ahnung, es tat auf jeden Fall am Knie weh. Das ist der altbekannte Steinschlag gewesen. Ja, ja, der gute alte Steinschlag. Aua. Ich werde hier mit Steine beschmissen, Alter, fühlt sich an wieder wie auf der Tour hier. Boah, hier stinkt schon wieder so hart nach Sch**, Mann. Alter. Ja, das stimmt. Wir fahren aber auch gerade zwischen zwei Feldern durch, wo jetzt gerade halt gedüngt wird, ne? Das stimmt. Oh, weh, Mann. Oh, Mann, Alter. So muss Frühling riechen, ja? Wir sind ja auch fast im Sommer eigentlich schon. Ja. Also ich für meinen Teil habe jetzt akzeptiert, dass es einfach jetzt Sommer ist. Und ja, hab ich auch so festgelegt. Mit der Tatsache, dass wir jetzt Sommer haben. So, wichtig, jetzt müssen wir einfach die Kupplung ziehen. Ist es, dass wir alle fahren. Und ja, Kupplung ziehen für Pferdi ist wichtig. Ganz wichtige Sache. Oh, was für ein Panorama! Oh, so viele Fahrräder. Die Frage, wo wir uns hinstellen. Ja, wir stellen uns einfach so mal. Hier sind aber viele Menschen, Alter. Ich mach einfach hier kurz Stopp und ich schau mal, wie viel Akku ich hab. Mach mal Pause.